Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder recht früh, und zwar 6.30 Uhr und wir sind dabei, heute den Mount Egmont, der sich hier hinter uns befindet, zu besteigen. In wenigen Tagen sind wir auf dem Weg nach Tongariro, das ist auch einer der bekanntesten Vulkane hier in Neuseeland. Das heißt, in diesem Video dreht sich alles um die Vulkane der Nordinsel. Und wir starten jetzt mit unserem Track, der einer der schwersten Daytracks hier in Neuseeland sein soll. Das haben wir uns nur dabei gedacht, ob wir das schaffen werden. Der Track soll selbst 6 bis 7 Kilometer bis hoch gehen. Gerade auf dem Schild stand 8 bis 10 Stunden für Hin- und Rückweg. Wir haben vorhin gelesen, dass es einige aber auch in 3-4 Stunden geschafft haben hoch und 3-4 Stunden zurück, also so 6 bis 8 Stunden. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Wir werden heute auf jeden Fall darauf achten, dass wir nicht zu schnell laufen. Also, dass wir hinten raus noch genug Power haben, weil wir gehört haben, dass das letzte Stück über Geröll sein soll und halt auch relativ, ja, schwierig sein soll zu begehen. Von daher schauen wir mal, teilweise wie der Weg so auch wird. Gefährlich, ja. Der Berg wird auch Mount Taranaki genannt. Also es gibt zwei sozusagen Namen für den Berg, Mount Egmont und Mount Taranaki. Mount Taranaki sagen die Maori zu dem Berg und für die Maori ist der Berg auch heilig. Oben der Gipfel, habe ich gelesen, ist für sie so ein heiliger Punkt, den sollte man auch nicht betreten. Von daher mal schauen, wenn wir es hoch schaffen, was wir oben vorfinden. Der Berg selber oder der Vulkan selber ist das letzte Mal vor 300 Jahren ungefähr ausgebrochen und Vulkanologen sagen, dass er sogar noch aktiv ist. Aber aktuell nicht brodelt oder ähnliches. Aber er soll wohl noch aktiv sein, aber das letzte Mal ist er vor 300 Jahren ausgebrochen. Und ja, der Vulkan, der Gipfel ist 2500 Meter hoch. Und wir laufen heute 1500 Höhenmeter hoch und 1500 Höhenmeter wieder runter. Ich gehe so ein bisschen jetzt hier hoch. Zack, und von dort da hoch, wo die Antenne auf der linken Seite ist, und dann zum Berg hoch. Wir sind jetzt knapp eine Stunde unterwegs, ungefähr 3,3 Kilometer. Es ist hier oben etwas windiger geworden, deswegen auch hier wieder Mütze und Jacke. Aktuell ist der Top. Der Gipfel in Wolken, wir hoffen, das ändert sich noch und ja, wir haben später vielleicht auch nochmal die Möglichkeit, dann oben auch ohne Wolken zu sein. Mal gucken, wie es mit dem Wind ist. Aktuell ist er ziemlich stark, ja, aber wir sind positiver Dinge, dass wir es doch bis hoch schaffen. Andere Leute sind hier auch, das gibt uns ein gutes Gefühl. Gucken wir mal, bis wohin wir es heute packen, gerade mit dem Wind und eventuell den Wolken oben. Wir haben es bis zur Tuarangini, oh, jetzt muss ich gucken, Tuarangi Lodge. Tahurangi. So heißt das Ding nämlich. Geschafft sind ungefähr 4 Kilometer bis hier hoch. Und es war okay bis hierher. Der letzte Teil war ein bisschen steil, aber ja, wir haben jetzt 1 Stunde 20, 25 gebraucht mit Pausen, mit Fotos machen. Also das ist echt entspannt. Haben wir aber auch von anderen Wanderern so gehört, dass der erste Teil der etwas entspanntere ist. Und die letzten bis hoch zum Gipfel jetzt da hoch. Ja. Der jetzt schön in der Sonne ist, die sollen etwas anspruchsvoller sein. Knackig sein. Sieht auch so aus. Sieht auch noch mal um einiges steiler aus. Ja. Wir hoffen, dass der Wind jetzt so bleibt, nämlich dass er gar nicht da ist. So wäre jetzt echt perfekt. Ja, gucken wir mal. Aber wir wollen es heute angehen und es wagen. Nach der Lodge laufen wir jetzt ein Geröllfeld hier hoch und hier erkennt man richtig, dass es halt sich um einen Vulkan handelt. Wir haben hier richtig schwarzen Sand, richtig schwarze Steine. Man sieht es so ein bisschen hinter uns auch. Und ja, viel Geröll. Also wenn der Vulkan mal ausgebrochen ist, dann ist hier natürlich viel Lava und Magma runtergekommen, die halt zu diesem Stein, diesem schwarzen Stein geworden ist. Und das sieht man hier richtig schön. Also es ist auch cool, so ein bisschen Weltgeschichte hier durch diesen Hike halt zu sehen, indem man halt mal sieht, okay, wie sieht so Gestein aus, was von einem Vulkan dann schlussendlich gekommen ist. Überall an der Strecke stehen solche Schilder, was wir ganz cool finden. Und so kann man immer gucken, okay, fühle ich mich noch gut oder drehe ich um. Man wird immer darauf hingewiesen, was wir sehr rücksichtsvoll und
sehr cool finden, dass es hier immer wieder erwähnt wird und darauf hingewiesen wird. Wir haben das erste Geröllfeld geschafft, jetzt sind wieder Treppen vor uns. Das Wetter spielt mit auf jeden Fall. Ja, kannst du genießen? Ja, je weiter man kommt, desto schöner ist der Ausblick, aber es ist echt nicht ohne. Also gerade das Geröllfeld hier, ja, plant ausreichend Zeit und Kraft ein. Ja, aber wir machen es ganz entspannt und gehen ganz gemütlich mit vielen Pausen. Tatsächlich gerade ziemlich gut, dass wir uns entschieden haben, nicht weiter hochzugehen, weil der ganze Berg ist gerade in der Regenwolke verschwunden und es regnet hier auch leicht. Es ist viel windiger geworden, von daher gar nicht so eine schlechte Idee, dass wir umgekehrt sind. Ja, bei jedem Hike gilt dann doch Safety first. Wir sind jetzt wieder unten nach knapp 5 Stunden. Sind wir wieder unten und haben unseren Hike jetzt beendet. Und ich bin so froh wie noch nie, glaube ich, wieder am Auto zu sein oder das geschafft zu haben, weil ja, wir haben ja schon erzählt, es wurde immer schlimmer, es wurde immer windiger und die Bedingungen wurden immer schlechter. Wir sind nur weggerutscht, beziehungsweise ich bin nur weggerutscht und ja, ich hatte es tatsächlich zum ersten Mal, wir sind schon viel gewandert, dass ich richtig Panik hatte. Der Wind wurde immer schlimmer, der hat mich fast umgehauen. Und ja, auch nicht zu wissen, wie weit ist es denn noch. Es hätten bestimmt noch 1-2 Stunden sein müssen, bis wir oben gewesen wären. Und ich dachte nur so, oh Gott, das müssen wir auch alles wieder runter, diesen Geröllberg. Wirklich, und ich habe mich da schon runterrutschen sehen. Und ja, ich hatte dann echt richtig Panik und habe dann gesagt, okay, wir drehen jetzt um, es geht nicht mehr. Ja, wir waren ungefähr 1 Kilometer noch vom Gipfel entfernt. Ja. Also es wäre noch einiges an Weg vor uns gewesen. Gerade die letzten Kilometer waren wirklich sehr, sehr anstrengend, sehr, sehr anspruchsvoll. Es war schwer, einen guten Tritt zu finden. Und ja, vielleicht noch als kleine Info, wir waren jetzt hier Ende Januar. Und zu dieser Zeit lag bis dahin, wo wir gekommen sind, gar kein Schnee mehr. Man hat oben ein bisschen Schnee gesehen, aber an sich war der Weg schneefrei. Was wir an sich gut fanden, aber heute hat der Wind und das Geröll uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass wir die Wanderung nicht mit dem Gipfel beenden konnten, aber trotzdem mit einer tollen Aussicht. Also vielleicht auch ein bisschen als Learning für euch. Wir sind ja auch Menschen, die immer gerne außerhalb von ihrer Komfortzone sind oder danach suchen, aber irgendwann ist dann der Punkt gekommen, wo man sagt, okay, es ist einfach zu gefährlich und man dreht um, weil es ist kein Berg der Welt. Ist es das wert, dass ihr euch vielleicht noch verletzt und von da oben kann euch nur der Hubschrauber runterbringen. Wir gehen jetzt zum Auto, werden auf jeden Fall uns erstmal heute Nachmittag stärken. Es ist erst um 12, dadurch, dass wir so früh losgelaufen sind, ist es erst um 12. Das heißt, wir haben noch einen schönen Nachmittag, um jetzt zu entspannen und dann unsere weitere Reise anzutreten. Guten Morgen, ein neuer Tag, eine neue Wanderung. Wir sind in Tongarino gut angekommen und starten jetzt gleich zu unserem Alpine Crossing. Es ist knapp 6.45 Uhr und wir fahren gleich mit dem Auto zu einem Punkt, wo uns ein Shuttle abholt. Hierzu müsst ihr wissen, das Crossing ist quasi über den Berg rüber und nur one way, also knapp 20 Kilometer in die eine Richtung. Das heißt,
oft ist es so, dass die Leute quasi von einem Punkt abgeholt werden, zu einem Punkt gefahren werden, dann wandern und da dann das Auto wieder steht und man dann von dort wieder nach Hause zum Zeltplatz, zum Airbnb fährt oder ähnliches. Von daher können wir euch genauso empfehlen, wie wir das gemacht haben. Ihr fahrt quasi mit dem Auto zum Endpunkt, lasst euch da shutteln zum Startpunkt, weil dann seid ihr von keinem Shuttle abhängig, wegen eurer Wanderzeit und wegen der Zeit, wann ihr zurückkommt, dann seid ihr da einfach ein bisschen flexibel. So machen wir das, weil ehrlich gesagt nicht günstig, 30 Euro pro Person, aber gut, ja. Hilft ja nichts, ist irgendwie die einzige Möglichkeit. Ja, wir haben es über Get Your Guide gebucht. Ja, wir haben aber herausgefunden, dass man hier über den Campingplatz auch noch einen Shuttle buchen könnte. Und jetzt geht's los für uns. Es geht los. Wir sind jetzt gut angekommen. Ungefähr eine 25 Minuten mit dem Bus hergefahren. Unser Busfahrer war echt ein guter Guide auch nochmal. Er hat ein paar Infos gegeben. Wir haben auch eine coole Übersicht bekommen, wie lang der Track jetzt insgesamt ist. Es sind eigentlich 19,4 Kilometer. Dadurch, dass man nochmal so einen kleinen Umweg gemacht hat an Hot Springs sozusagen vorbei, die man nicht quasi crossen sollte, ist der Track jetzt irgendwie 20,2 Kilometer lang. Wir gucken mal, was unsere Uhren später sagen. Wir haben auch die Info bekommen, dass heute eigentlich ein No-Go-Day ist quasi. Also man sollte nicht heute losgehen, weil es zu windig werden könnte. Deswegen, ja, wir hatten ja beim letzten Hike schon so ein bisschen das Problem mit dem Wind. Das heißt, wir müssen heute den ersten Part so schnell wie möglich schaffen, weil der ist nur bergauf bis zum höchsten Punkt. Den sollte man ja heute bis um 12 geschafft haben, weil ab 1 soll es sehr, sehr windig sein, bis zu 50, 55 Stundenkilometer Wind. Und deswegen geben wir so ein bisschen Gas und versuchen vorher oben zu sein. Wir sind die ersten 4 Kilometer gelaufen, die auch recht einfach waren. Wir sind durch ein Valley gelaufen und ja, teilweise über Stege. Auf jeden Fall sehr einfach. Was cool war, dass man direkt an Lavafeldern vorbeigelaufen ist, wo halt noch dieses schwarze Gestein von der Lava, die jetzt getrocknet ist, quasi liegt. Also richtig cool. Und jetzt laufen wir hier hinter uns auf ein Bergmassiv zu. Oh, ich merke gerade, ich habe gerade wieder schönes Talent, gegen die Sonne zu filmen. Also seht es mir nach, wenn ich nicht direkt in die Kamera gucke. Aber die Sonne scheint mir ins Gesicht. So kann es gerne weiter gehen und der Wind ist leicht zu spüren, aber noch nicht so doll. Von daher, so darf es bitte, bitte bleiben. Drückt uns die Daumen, dass es oben nicht zu krass wird. Noch geht es langsam, aber stetig bergauf. Ach, gerade 5 Kilometer geschafft. Der große Anstieg soll jetzt direkt vor uns liegen. Was aber echt schön ist, ist, dass man hier die ganze Zeit durch dieses Geröll läuft. Sich so richtig vorstellen kann, wie der Vulkan damals ausgebrochen ist. Und ja, hier all das Magma und die Lava hinterlassen hat, die jetzt heute diese Steinlandschaft hier formen. Also uns gefällt es richtig gut. Bisher macht Spaß. Wir sind jetzt für die ersten 5 Kilometer knapp eine Stunde unterwegs gewesen. Und ja. Die nächste, die schwerste Etappe, steht jetzt vor uns. Wir haben das erste steile Stück geschafft. Wir sind jetzt hier auf einer Art Plateau angekommen. Man merkt auf jeden Fall, hier ist der Wind schon ziemlich stark. Also unten haben wir gar nichts gemerkt. Ja. Und jetzt wird es schon immer stärker. Daher müssen wir uns auch ein bisschen beeilen. Ja, erstmal Mütze aufsetzen, die Aussicht genießen, die ist echt cool. Ich mache gleich nochmal einen Rundschwenk und... Nein, ist die Sicht echt gut. Ja, wir haben echt super Wetter, keine Wolke am Himmel. Aber es ist windig, von daher, ja, machen wir uns jetzt erstmal wieder ein bisschen neu. Ziehen wir uns ein bisschen mehr mal an und dann geht's weiter. Wir laufen hier gerade durch ein Plateau und es ist wirklich so eine krasse Landschaft. Sieht aus, als ob es der Krater wäre, als ob es Kraterlandschaft wäre und hier der Vulkan damals ausgebrochen ist. Aber genau wissen tun wir es nicht, werden wir auf jeden Fall nachher nochmal recherchieren. Hier auf der Seite, da hinter uns, ein richtig cooler Krater zu sehen mit einer richtig coolen roten Struktur. Und hier hinter uns ist einfach nur Weite.
und nichts und Nadja läuft da vorne. Ja, also das sind mal so Dimensionen und Landschaften, die man so auch noch nicht gesehen hat. Der zweite Anstieg steht uns bevor. Vor uns ist wie so eine Art ja, Treppe über den Kamm hoch bis zum, ja, bis zur Spitze sozusagen, bis zum Top, bis zum Gipfel. Und laut Beschreibung ist das dann auch der höchste Punkt. Also bisher läuft es echt gut. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden unterwegs, haben fast schon 8 Kilometer. Und ja, wenn wir oben sind, haben wir, glaube ich, den Bergaufteil geschafft. Dann geht es, glaube ich, ab da mehr oder weniger nur noch bergab. Wir laufen jetzt hier den Kamm hoch. Und hier ist schon ordentlich windig und es ist jetzt um 10 erst. Ich will nicht wissen, wie es ist, wenn es um 1 erst richtig windig werden soll. Also hier muss man auf jeden Fall aufpassen. Das ist, glaube ich, mit der windigste Punkt hier. Aber wir sind noch gleich oben. Wir sind ganz oben und hier ist so windig. Jetzt gerade meine Kappe von der Kamera weggeweht. Oh, sie liegt zum Greifen nah, aber ich würde auf keinen Fall runtergehen. Da unten quasi, aber da gehe ich auf jeden Fall nicht hin. Kilometer weiter sind wir jetzt hier am Emerald Pool angekommen. Seht den hinter mir. Kristallblaues Wasser. Baden gehen sollte man hier aber generell nicht. Entweder sind die Seen viel zu heiß oder giftig. Von daher auf keinen Fall eure Haut da irgendwie eintunken. Ich habe gerade schon zu Lukas gesagt, für mich ist es hier echt, also die Natur ist einfach unvergleichlich. Wir haben ja schon viele Wanderungen gemacht, aber ja, so war noch keine bisher. Das Rot, was ihr seht an den Vulkanen, ist das oxidierte Eisen. Hier, das sind Mineralien im See, weshalb er die blaue Farbe hat. Es ist wirklich überall, wo man hinguckt. Wir kommen aus dem Staunen nicht raus. Jedes Mal umdrehen, gucken, nochmal Fotos machen, Videos. Also plant auf jeden Fall genug Zeit ein. Nicht für die Strecke an sich, aber einfach für Fotos machen und staunen. Das ist wirklich geil. Der Weg runter führt uns hier einen geschlängelten Weg am Berg entlang, relativ seicht runter, was echt ganz angenehm ist. Wir gucken die ganze Zeit in die Weite auf einen See und ja, sehen sogar schon die Straße, wo unser Auto steht, aus der Ferne. Sind aber noch knapp 9 bis 10 Kilometer, also ist auf jeden Fall noch ein kleines Stück, was wir zu laufen haben, aber bisher sehr, sehr angenehm zu gehen und ja, gar nicht anstrengend oder so. Wir haben es geschafft, wir sind wieder am Auto. Es war eine coole Wanderung. War total schön. Ich würde sogar sagen, eine der schönsten, die wir je hatten. Insgesamt war es jetzt ungefähr 22 Kilometer. 6 Stunden. Drum und dran. Genau. 6 Stunden haben wir gebraucht, mit noch Pausen, mit Videos machen, mal auf Toilette gehen und allem drum und dran. Ich fand, es war wirklich einfach so, du hattest immer was zu gucken. Mhm. Dem Vulkan so nahe zu sein, dann diese Schornsteine zu sehen, wo die Steine eben so rauchen, den Schwefel zu riechen, die Seen zu sehen, das war wirklich irgendwie atemberaubend. Also so nah dem Vulkan zu sein, das hatten wir noch nie. Ja, war wirklich eine tolle Wanderung und ja, wir hätten auch gedacht, dass das Ganze doch anstrengender wird, ja, als jetzt es im Endeffekt war. Es ist kein Vergleich zu Mount Egmont. Also ja, Mount Egmont ist deutlich schwieriger im Anspruchs, ja, also im Anspruchsgrad her, ja, und Schwierigkeitsgrad her. Die Strecken hier sind total gut ausgebaut, ja, auch, müssen wir sagen. Also ihr habt, wo es steil ist, ein bisschen Treppen. Einmal fand ich es etwas schwierig beim Runtergehen, da war etwas viel Geröll. Der Teil war aber so kurz, das ging eigentlich auch total schnell. Von daher, wir haben auch Menschen allen Alters gesehen. Also wenn ihr Lust darauf habt, dann macht's einfach. Startet früh, dann habt ihr auch genug Zeit. Genau, und prüft vorher unbedingt den Wetterbericht, weil, ja, das Wetter kann hier auf jeden Fall schnell umschlagen. Am Anfang war gar kein Wind, dann, ja, wurde der Wind doch schon sehr, sehr doll. Checkt das auf jeden Fall im Voraus, damit ihr sicher die Wanderung angehen könnt. Und wir fahren jetzt erstmal zum Campingplatz und ja, werden uns dann nochmal stärken. Übrigens eine Sache, die ich noch sagen wollte. Der Tongarino-Vulkan, das ist das letzte Mal 2012 tatsächlich, ja, ausgebrochen. Also man hat wirklich auch noch so diese Lavazunge gesehen, ja, von vor 12 Jahren. Und das ist nochmal echt ein ganz anderes Gefühl gewesen, auf einem aktiven Vulkan lang zu laufen.
Wir haben fertig gepackt und verlassen den Nationalpark und hier auch dann Tongarino mit dem Alpine Crossing, was wir ja gestern gemacht haben. Wir sind jetzt auf dem Weg in den Norden Richtung Rotorua und auf dem Weg wollen wir nochmal Thermalquellen besuchen. Da sich ja in diesem Video alles um Vulkane handelt und dreht, wollen wir auch nochmal gucken, ob wir in heißem Wasser, was vom Vulkan erzeugt wird, baden gehen können. Wir sind jetzt hier bei den Thermalquellen von Wai'o Tapu angekommen und ja, wie der Name schon sagt, hier gibt es Hot Springs, heiße Quellen. Und ja, wir wollen mal gucken, ob man hier auch reingehen kann. Wir hatten online gelesen, dass man das kann. Und das ist hier in Wai'o Tapu Geothermal Wonderland, wird das eben auch genannt. Also wir haben schon von Weitem gesehen, hier hat es wieder ordentlich geraucht. Also hier ist wieder viel Vulkanaktivität. Und wir schauen mal, ob wir gleich reinspringen können. Man riecht auch den Schwefel. Oh ja, absolut. Und ich habe mich schon umgezogen, die Badehose schon an. Das heißt, ich bin ready, hier mal kurz ins Wasser zu springen. Let's go. Wir haben eben so ein Schild gesehen, dass es hier bakterielle Erreger gibt im Wasser, die für eine Gehirnhautentzündung sorgen können. Ja, man soll halt nicht den Kopf unter Wasser machen, da es vor allem durch die Nasenräume eben ins Gehirn lang kann. Ja, tatsächlich habe ich aber auch gehört, dass man dann auch nicht reingehen soll, wenn man offene Wunden hat am Körper. Und dadurch, dass wir die letzten Tage so viel gewandert sind und noch ein paar Mückenstiche dazugekommen sind, habe ich so ein paar offene Stellen am Fuß, weswegen ich mich dazu entschieden habe, nicht reinzugehen. Er hier testet es aber trotzdem für uns. Wir haben gesehen, dass an der anderen Stelle relativ viele Leute sind. Hier ist eine Stelle, wo man noch relativ alleine ist. Ich guck mal, ob ich hier reingehen kann. Ich komme gleich nochmal hoch. Ich guck nur mal, ob man hier schon mal reinkommt. Oder wie das Wasser ist. Okay. Und heiß oder geht? Oha, oha, ist das heiß. Ja. Okay, krass, es ist so heiß. Echt? Also es ist zu heiß, um da reinzugehen. Wirklich? Vielleicht ist da noch eine kältere Quelle. Wahrscheinlich. Aber hier ist es super heiß. Also hier komme ich jetzt nicht rein. Also hier will ich mich nicht komplett reinlegen. Wow. Das ist schon echt eine richtig heiße Badewanne. Wirklich? Ich glaube, dann würde ich eher drüben mal probieren, wo alle sind. Ist es genauso heiß? Cool. Das ist ein Leben, oder? Das war richtig, richtig gut. Eine richtig tolle, naja, Erfrischung war es nicht wirklich, aber es war trotzdem richtig relaxing. Ja, habe mich gerade so ein bisschen mit Franzosen unterhalten, die auch hier sind und Work and Travel machen. Also man hat auch einen schönen Schnack vielleicht nebenbei. Leute werden hier wahrscheinlich immer sein, weil es echt eine schöne Möglichkeit ist. Es hat sogar zwischendurch mal geregnet, aber man ist einfach im Wasser. Ja, ich stand im Regen, also mich schön warten lassen. Ja, aber es ist super, kommt hier auf jeden Fall vorbei, es ist kostenlos. Ihr könnt hier einfach an der Straße parken und reingehen. Also macht es auf jeden Fall, wenn ihr hier in der Nähe seid. Wir sind wieder am Auto und machen uns jetzt gleich auf den Weg zu unserem Campingplatz für die nächsten Nächte. Morgen nehmen wir euch nochmal mit, da gehen wir nämlich in ein traditionelles Maori-Dorf und hier haben wir heute die heißen Quellen gesehen und morgen sehen wir dort sogar Geysire. Wir freuen uns! Freuen uns! Wir sind jetzt hier bei Te Puia angekommen, so heißt die Anlage hier quasi. Wir haben hier nicht nur das traditionelle Maori-Dorf, sondern wie gestern schon gesagt auch noch ein paar Geysire. Oh, jetzt kommt die Sonne raus gerade. Oh ja, und unsere Tour beginnt in ungefähr 20 Minuten. Wir sind also gut in der Zeit. Und das Coole war, dass wir hier vom Campingplatz aus direkt herlaufen konnten, so ein kleiner Spaziergang. Und wir hoffen ganz, ganz doll, dass wir heute auch Kiwis sehen. Die hatten wir bisher noch nicht in freier Wildbahn gesehen. Aber hier gibt es ein Conservation Center und wir hoffen ganz doll, dass die welche da haben. Wir haben jetzt unsere Tickets abgeholt, die hatten wir nämlich schon im Vorfeld gebucht. Das blaue Band ist einmal für unsere Führung, die gleich um 10 startet. Und das weiße Band ist für die Hakka-Performance um 11.30 Uhr, der typische Maori-Tanz. Und wir freuen uns schon richtig drauf. Jetzt haben wir noch mal Zeit, kurz auf Toilette zu gehen und dann schnell wiederzukommen, weil gleich startet die Tour.
Wir waren eben im Kiwi Conservation Center drin und wir durften zum ersten Mal Kiwis sehen. Leider konnte man keine Fotos und Videos machen, weil die sehr lichtempfindlich sind. Also man sollte vor allem aufpassen und nicht in die Scheibe klopfen. Es war total dunkel drin, aber schön. Wir konnten zwei Brüder-Kiwis sehen und ich hatte gedacht, die sind ungefähr so groß. Aber nein, die sind so, also größer als ein ausgewachsenes Huhn. Und es war total schön, die jetzt auch mal in echt zu sehen. Wir haben sie ja leider nie in der Wildnis sehen können und sind umso glücklicher, dass wir sie jetzt, auch wenn in Gefangenschaft, sehen konnten. Ist aber alles zum Artschutz und Arterhalt hier. Unsere Tour neigt sich dem Ende und wir werden gleich abgeholt, um mit einer Art Zug zu unserer Hacker-Performance gefahren zu werden. Wir freuen uns schon drauf und ja, warten bis dahin noch mit dieser tollen Kulisse auf unseren Zug. So ein Glück, die Tour war gerade vorbei und die Show auch, die richtig, richtig gut war. Ja. Und prompt regnet es draußen, aber wirklich doller Regen und wir haben uns jetzt hier erstmal untergesetzt. Und Gott sei Dank haben wir die 10 Uhr Tour gehabt und nicht die 12 Uhr Tour, hätten jetzt keine Lust gehabt hier, ja, im Regen rumzulaufen. Die wäre wirklich komplett ins Wasser gefallen. Ja, und wir warten jetzt nur noch, hoffen, dass es nochmal ein bisschen aufzieht und dass wir nochmal eine kleine Runde drehen können. Genau, dann mit dem Ticket könnt ihr den ganzen Tag noch hier im Park bleiben. Also wir sind jetzt morgens gekommen und könnten noch bis der Park schließt, hier bleiben wir uns nochmal alles angucken. Finden wir sehr cool. Ein Ticket kostet übrigens pro Person 70 Euro. Also sehr intensiv, sehr teuer. Mit inkludiert aber eben die Tour und auch die Hacker-Performance, die wir eben gesehen haben. Wir sind jetzt nach der Tour nochmal zurück zu den Geysiren gegangen, weil wir nicht gesehen haben, wie der große ausbricht. Und wir haben ungefähr 20 Minuten gewartet und jetzt ist er ausgebrochen. Der wird bis zu 30 Meter hoch und wir kennen das so aus Island, dass die quasi einmal hochschießen und das war's. Aber hier ist er jetzt tatsächlich schon wieder fast seit 10 Minuten am Brodeln. Also echt enorm, diese Kraft der Vulkane und der Geothermalgebiete zu spüren hier. Wir werden jetzt Richtung Ausgang gehen und wieder zurück zu unserem Campingplatz. Wir sind wieder auf dem Campingplatz angekommen und nach so einem schönen Tag in Te Puia lassen wir den Tag hier nochmal ausklingen. Danach geht es für uns weiter in den Norden mit noch einem allerletzten Highlight, wo wir uns persönlich richtig drauf freuen und wo wir euch auf jeden Fall auch mitnehmen werden. Da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und wenn ihr noch mehr Travel-Content von uns sehen und lesen wollt, dann checkt doch mal unseren Instagram-Kanal sowie auch unseren Blog ab, denn da findet ihr tägliche Story-Updates und weitere Reise-Highlights. Und wenn ihr auch gerade dabei seid, eine Weltreise zu planen oder das Ganze vorhabt, dann checkt auf jeden Fall auch mal unseren kostenfreien Weltreiseguide aus. Da haben wir unser geballtes Wissen gesammelt und stellen euch dieses Wissen kostenfrei zur Verfügung. Checkt auf jeden Fall dazu mal den Link in der Beschreibung aus. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst dem Ganzen gerne einen Daumen nach oben da, kommentiert, wenn ihr wollt und abonniert diesen Kanal kostenlos, um keine weiteren unserer Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video mit weiterem Neuseeland-Content. Bis dann. Tschüss.